Er ist weg. Foxy the Fox, Fox. Oh Mann, Mann, Mann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas von Playageddon. Ach ja, es geht wieder weiter mit FNAF und ja, ich habe euch ja versprochen, beziehungsweise irgendjemand hat es mir in die Kommentare geschrieben, ich sollte nur den Versuch reintun, wo ich die fünfte Nacht wirklich schaffe, und das werde ich auch tun, nachdem ich die ersten zwei Versuche gespielt habe. Ich habe mir jetzt nochmal einige Tipps im Internet angeschaut und ich hoffe, die helfen mir wirklich dabei, endlich diese fünfte Nacht zu schaffen, denn irgendwann will ich auch euch das gute Ende präsentieren. Und ja, irgendwann muss das sein. Im Übrigen ist das jetzt meine allererste Aufnahme mit meinem Popschutz, genau. Ja, eigentlich müsste die Audioqualität jetzt schon einigermaßen gestiegen sein. Also ich habe es mir schon angehört, das hört sich auf jeden Fall besser an. Auf einmal Play Audio, vielleicht kommt er... Ah ja, ich glaube aber, er ist schon da gewesen. Camera System. Ja, also... Ist ein bisschen problematisch mit PC-Spielen, finde ich. Also ich habe ja irgendwie geplant, demnächst mal neue Spiele oder so zu Let's Playen. Aber das Problem ist, wo ist er hin? Oh, scheiße, wir sterben früh. Das Problem ist, auf dem PC haben wir nicht so eine große Auswahl da. Da ist schon ein Ton, da mein PC beinahe nichts abspielen kann. Also was ich noch geplant hätte, wäre, wenn jemand daran Interesse hätte, The Binding of Isaac Rebirth demnächst mal zu LP'en. Joa, also der neue PC wird circa in 3-4 Monaten kommen. Okay, wir müssen uns jetzt um die Errors kümmern, weil das sonst ins Auge geht. Reboot all, würde ich mal sagen. Ah, ich mach doch schon. Mann, das ist so ein behindertes System, was alle 2 Sekunden irgendwie kaputt geht. Nein, wieso denn? Alter, Licht, geh wieder an. Vielleicht ist er gerade erst verschwunden. Sehr gut, da steht er wieder. Vielleicht schaffen wir es auch mal, diese Nacht irgendwas... Wir werden es einfach mal so probieren. Vielleicht kommt er nicht bei jedem... Na. Oh nein, wieso habe ich denn auf Audio gedrückt? Oh Mann. Ich glaube, das wird ein langer Abend, wenn ich die fünfte Nacht schaffen soll. Er kommt wieder. Er ist wiedergekommen. 2 Uhr morgens ist es jetzt. Vielleicht schaffen wir es auch mal. Jetzt wieder zurück. Also ich habe das Gefühl und die Theorie, je öfter man zum Beispiel die Kamera benutzt, je öfter man da drauf guckt, desto öfter, also je länger man drauf guckt, desto öfter ist dann Error. Fürchte ich jedenfalls. Und wenn man sehr oft Play Audio drückt, dann kommt danach einer Zeit ja auch Error. Auf jeden Fall habe ich auch versprochen, falls ich das jetzt nicht nach den 2 Versuchen schaffen sollte. Oh. Steht er hier irgendwo? Kann natürlich sein, aber ich weiß nicht, wo er auf den Kameras ist. Auf Cam 8 und Cam 9 weiß ich schon, wo er steht, aber auf den anderen Cams, da kann ich eigentlich nur beten, dass er irgendwo... Na, fick dich. Ich könnte den Ballon... Nein, Foxy, nein. Oh, ich hasse Foxy so sehr. Oh, Foxy, bitte. Oh, das kam jetzt unerwartet. Ja, wir sind tot. Wir sind auf jeden Fall tot. Jetzt müsste Springtrap gleich hier irgendwo stehen. Ja, da ist er auch schon. Boah. Ich könnte ihn boxen. Aber wie? Ich weiß nicht, wie man es schaffen soll, diese fünfte Nacht zu schaffen. Ich weiß, es ist möglich. Haben auch einige geschafft, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich krieg's einfach nicht geschissen, diese fünfte Nacht zu schaffen. Im Übrigen ist heute die FIFA-Folge etwas später rausgekommen, da Telekom wieder Probleme hatte. Ja, ich kann auch nichts dafür, also da stand auf einmal 5000 Minuten, da habe ich mir auch noch so gedacht, what the fuck? Ja, wir warten einfach, ist mir jetzt egal, ob er mich anspringt. Ja! Die Double Jumpscares sind schon echt gemein, das muss man schon zugeben. Aber egal. Irgendwann müssen wir diese Nacht ja schaffen. In dieser Aufnahme wird es soweit sein.
Ich werde einfach den Versuch reincutten am besten und dann, ja, aber den Versuch werde ich jetzt noch spielen. Wenn ich den schaffen sollte, wäre es nice. Aber wenn nicht, ja, dann muss ich einfach weiterspielen. Auch wenn ich 2 Stunden dran sitze, aber ja, kann man wohl nichts machen, kann man wohl nichts machen. So, der Ton kommt schon direkt. Ich glaube, ich hätte nicht direkt iPlay Audio machen sollen, aber egal. Aber egal. Er ist da, okay. Die Nacht fängt an. Wenn er da ist, fängt die Nacht an. Play Audio, vielleicht kommt er ja zurück. Und wir haben Glück, wir haben schon kein Glück mehr. Aber wo ist der Junge denn? Ich verstehe es nicht. Ist echt schwer. Ich werde ihn jetzt versuchen zu entdecken. Vielleicht ist er ja hier irgendwo. Ja, komm, wenn das so lange lädt. Das System ist echt gammel. Also PewDiePie, das ist immer noch der Beste. Also die Let's Plays von ihm, die Five Nights at Freddy's Let's Plays. Der Junge hatte gar keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielt und hat es trotzdem geschafft. Also ungefähr so muss ich es machen, aber er hat doch Glück. Und er hat YouTube-Partnerkräfte, also die brauche ich auch noch. Okay. Steht er hier vielleicht irgendwo, ohne dass ich ihn sehe? Keine Ahnung, einfach mal probieren. Oh fuck. Das heißt Jumpscare. Das hieß, dass ein Jumpscare kommt. Ja, das war mir wirklich klar. Aber wir mussten ja dahin, da wir die Ventilation rebooten mussten. Ist er schon da? Hello. Einfach mal Play Audio. Da stand er, ich hab ihn gesehen. Der stand in Camp 5, aber wenn er in Camp 5 steht, heißt es, lebe wohl, David. Lebe wohl, Thomas. Du wirst sterben, heißt es dann. Der ist tatsächlich jetzt in Camp 2, glaube ich, gekommen, oder? Ich wusste es. Okay. Ist er weg? Ich habe das gesehen, dass es geht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Wenn er da steht, kann man ihn noch in Camp 2 locken. Wieso, weiß ich nicht. Er sieht uns ja, also... Eigentlich müsste er uns ja eigentlich direkt töten können. Naja. Viel Logik hat das Spiel, oh nee. Und die Ventilation haben wir noch... Ja, Freddy kommt jetzt. Der kommt jetzt angesprungen und direkt ein Double Jumpscare. Ja, ich werde die lustigen Momente reincutten und ich werde jetzt so lange spielen, bis ich es endlich schaffe. Also bis gleich. Er steht da tatsächlich. Los. Nein. Scheiße. Ja, komm. Geh weg, Maske. Du bist... Ich will dich nicht die ganze Zeit angucken. Wenn du Model wärst, ja, von mir aus. Aber nein, du bist... Ich weiß ihn noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was du bist. Du bist eine Maske. Wenn du jetzt Kate Upton oder so wärst, ja, kein Problem, ne? Du kannst die ganze Zeit da rumlaufen, aber nicht, wenn du eine Blechbüchse bist. Oh, da ist er ja schon. Da habe ich mich jetzt wirklich erschreckt. Wir haben eine Chance. Und die Chance wurde vergeben. Die Chance haben wir nicht genutzt. Jetzt vielleicht Cam 5. Dann Cam 7. Ja, fick dich, Ballonjunge. Ey, das ist so eine Hurenscheiße. Das ist wirklich eine Hurenscheiße. Mehr kann man dazu nicht sagen. Cam 4. 5. 6. No. Foxy the Fox, Fox. Ja. Ich könnte kotzen bei dem Spiel. Oh, jetzt sterbe ich. Oh, das kam überraschend. Ich habe dich überhaupt nicht gesehen, wie du in mein Office guckst. Nee. Ich box den. Ist mir egal. Oh. Und jetzt kommt er angesprungen. Nein? Noch nicht? Oh, erst wenn ich Ventilation reboote, ne? Oh, oder so, wenn es dunkel wird. Boah, ich könnte den boxen, Alter. Boah, Alter. Er ist weg. Foxy the Fox, Fox. Mann. Hoffentlich ist er nicht da. Oh, du Hure.
Nee, also... Leute, es tut mir wirklich leid. Ich kann im Moment nicht mehr weiterspielen, da die Zeit langsam knapp wird, denn ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, 40 Minuten aufgenommen und ich habe diese fünfte Nacht immer noch nicht geschafft. Aber ich werde langsam aber sicher besser. Ich gucke mir für die nächsten Folgen nochmal im Internet an, wo genau der immer in der Kamera steht. Denn ich entdecke ihn nicht in allen Kameras und wenn ich ihn nicht in allen Kameras entdecke, dann sieht das schon sehr schlecht aus und dann steht er schon in meinem Office. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige Five Nights at Freddy's 3 Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Five Nights at Freddy's 3 mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.